Frühmorgens durch den Wald zum Rohrrad singen gegangen. Jeder hat eine Laterne gehabt, weil es ja im Wald düster war. Ja, die Adventszeit war für uns immer recht feierlich. Die Kerzen und Lichter waren für das Christkind. Man hat sich gefreut auf die Ankunft des Herrn. Und auf die Geschenke. Ah, damals gab es noch nicht so viele Geschenke. Ich krieg heuer Apfatschi mit Rennbelag und dann krieg ich eine rote Chathose. Und dann krieg ich einen Rennhelm mit einer echten Rennbrille. Oh, da pass aber auf, dass du dich nicht errennst. Naja, du weißt ja noch gar nicht, was du kriegst. Doch, meine Mutti und mein Vati, die haben es unten im Kellerschrank versteckt. Sie dürfen es nicht verraten. Nein, ich verrate nichts. Nein, da haben es die anderen gespielt, aber wir haben dazu gesungen. Wer klopft an, o zwei arme Leut, was wollt ihr denn? Wir suchen Herberg heut. O mit Gottes Lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten. Oh nein, 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 und ich muss jetzt heim. Das nächste Mal singe ich das ganz vor. Schönen Gruß an deine Eltern. Vierte Julchen. Wiedersehen, Herr Guber, und vielen Dank für den Adventskranz. Musik.
Fischer? Ach, Claudia, du bist's. Ja, ich hab's ganz gemütlich hier. Ich hab mir in der Stadt Guselhefte gekauft. Ja, die leicht dir. Aber erst, wenn ich sie gelesen habe. Warst du schon draußen? Du, wart mal. Bei uns ist das Licht aus. Bei dir? Nichts? Ich schau mal, was los ist. Claudia? Bist du noch da? Claudia? Ist da jemand? Sei mir nicht böse. Du siehst doch, dass keiner kommt. Was? Tut mir leid, heute hat es länger gedauert. Papa ist auch noch nicht da. Hallo, warum die feierliche Beleuchtung hier? Dazu noch die Kerze. Ist die aber schön. Habt ihr sie in der Schule gemacht? Nein, die ist vom Adventskranz. Ich habe ihn kaputt gemacht. Es war so dunkel hier. Dunkel? Bei den vielen Lampen? Klar wird's mir keiner glauben. War der Strom ausgefallen?
dachte, es sind Geister im Bad und da habe ich die Kerzen angezündet und jetzt ist der Adventskranz kaputt. Ist der von Frau Grube? Ja, und der war so schön. Ja, der ist wirklich schön. Aber der ist doch nicht kaputt. Man kann ihn wieder herrichten. Schließlich sind Kerzen dazu da, dass man mit ihnen Licht macht. Besonders, wenn es in der Wohnung spukt. Und wo sind die anderen Kerzen? Vielleicht in der Küche? Da brennt doch was. Die Plätzchen. Um Gottes Willen. Och, alles verbrannt. Wenn Weihnachten so werden soll, wie jetzt der Advent anfängt, dann ziehe ich hier lieber aus. Julia, wo war denn die letzte Kerze? Im Bad. Kannst du sie bitte holen? Sie ist nicht mehr dort. Und wo ist sie jetzt? Mensch, Julia, jetzt hast du doch wirklich genug Licht. Aber nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche? Du, glaubst du, dass man mit einem Kerzlicht auch Freund werden kann? Ja, doch. Wenn man richtig hineinschaut, dann kann man es sehen. Wir haben am Sonntag einen Adventskranz mit nur 3 Kerzen. Was werden die Grubers dazu sagen? Ich kann sie euch am Sonntag ja leihen. Geh, wirklich? Das würdest du tun? Ja, vor Weihnachten lasse ich mit mir reden.